Bevor ich euch jetzt in den letzten Beitrag entlasse, nämlich Strive, noch ein paar Hinweise zur E3. Das habe ich euch ja schon am Anfang versprochen. Und zwar für die Twitterer unter euch, nämlich die Maria und ich. Wir fahren ja nach L.A. zusammen mit dem David Martin von der PC Games. Und wir twittern, was das Zeug hält, von der Messe. Also am besten direkt unseren Twitter-Accounts followen. Oder auch den buff.de-Kanal abonnieren oder den pcgames.de-Kanal. Da findet ihr dann ganz viele tolle Infos von der E3 und vielleicht auch nicht so tolle Infos. Aber unterhaltsam wird es auf jeden Fall. Also mitmachen. Und die Adressen findet ihr nochmal in der News zu dieser Show. Jetzt aber zu Strive. Ich habe mich hier heute mit dem Shorty eingefunden, um ein weiteres MOBA uns anzuschauen, nachdem ich ja Magicka testen durfte. Und da ist jetzt er der Experte und deswegen wird uns ja einiges dazu erzählen dürfen. Und ich bin auch gespannt, was er so zu erzählen hat. Ja, hi. Wir haben heute Nacht sozusagen die ersten Runden Strive gespielt. Für mehr Montag haben wir auch schon im Stream Strive angetestet. Und heute Nacht habe ich noch ein paar extra Runden an den Tag gelegt sozusagen. Und ja, als erstes kommen wir hier zur Charakterauswahl, gleich wenn wir in Strive uns einloggen. Und dann fällt uns gleich was auf, wir können auch noch Pets auswählen. Und man sieht schon, sie sehen sehr knuffig aus und sehr farbenfroh, wie wir auch gerade da schon sehen, dass der Held auch farblich optimal angepasst ist zu diesem Pet. Die kann man dann auch noch anpassen mit extra Tinte. Und ja, hier sind wir jetzt auch gleich schon im nächsten Menü. Das ist sozusagen ein sogenannter Guide. Der Guide ist aber eher so ein Preset, was man sich dann anlegen kann, wo man dann im Spiel einfach nur noch die Items, die man angelegt hat, kauft und auch die Ability Order sozusagen schon festlegt, dass man nicht mehr skillen muss in-game, was natürlich gut sein kann für die Einsteiger, aber für erfahrene Spieler, die auf Situationen angewandt irgendwie spielen möchten, schlecht. Okay, also kann ich dann im Vornherein, habe ich dann einfach im Spiel dann einfach mehr Zeit, sage ich mal, mich aufs Spiel zu konzentrieren und muss nicht dann noch so überlegen, erst beim Shop rumsuchen, wo die Skillungen machen, sondern kann das ziemlich schnell dann machen. Genau. Ja, für den Einsteiger auf jeden Fall passen wir, ja. Und dann haben wir auch schon einen etwas größeren Unterschied zu anderen MOBAs, weil in anderen MOBAs, wenn man eine typische 3-Lane-Map hat, macht man normalerweise entweder ein 2-1-2-Verhältnis von den Spielern oder von der Top-Lane geht zum Beispiel ein Spieler in den Jungle, ja. Oder halt eben bei Dota eben der Spieler, der auf der Hardlane, also auf der Hardlane spielen immer zwei Spieler. Ja, und hier hast du so, dass du 2-2-1 spielst, also zwei Spieler in der Mitte, zwei Spieler Top und einer Bottom. Was heißt, es können von der Mitte aus zwei Spieler ganken gehen, was das Spiel schon viel interessanter macht, weil man immer aufpassen muss, sind die in der Mitte alle da oder fehlt einer, fehlen beide oder sonstiges. Und wie ist dann die untere Länder gestaltet? Wenn da nur einer steht, dann musst du hier Unterschiede haben zu den oberen beiden. Ja, in der unteren Lane kriegst du halt wesentlich mehr XP, weil die ja eigentlich alle für zwei Spieler ausgelegt sind, bis auf die mittlere Lane, so wie ich das jetzt empfunden habe. Und deswegen kriegt man ein bisschen mehr XP, levelt ein bisschen schneller. Das hat sich halt so ergeben, dass man die untere einfach wählt dafür. Genau, also ich habe das jetzt durch die ersten Spiele so ein bisschen rausgefiltert, dass die meisten Leute alle Solo-Bot gehen. Okay. Und ja, dann öffnet sich halt dann auch hier die Gank-Möglichkeit. Also hier ist eine wesentlich höhere Gank-Möglichkeit in dem Sinne. Kannst dann auch die Gegner hier ranziehen mit meinem Char, den ich jetzt habe. Ich habe einen Tank. Deswegen gehe ich auch mal gleich als erstes rein beim Ganken. Aber man sieht ja schon vom Design her, so wie die Map jetzt gestaltet ist, so mit den Towers und den Minions, ist es ja doch dann schon ziemlich ähnlich zu LoL, sage ich jetzt mal, oder? Ja, es gibt aber erhebliche Unterschiede, zum Beispiel beim Farmen, das siehst du jetzt hier gleich. Selbst wenn jemand anders lastet, bekomme ich genauso viel Gold wie derjenige, der gelastet hat. Ah, okay. Heißt, wenn man Supporter spielt, hat man keinen Nachteil wie bei League of Legends zum Beispiel oder bei Dota. Bei Dota ist es ja auch so, derjenige, der oder bei LoL, ist egal. Derjenige, der last hittet, kriegt das Gold und der andere kriegt halt nur das Gold, was über die Zeit pro Sekunde reinkommt. Klingt jetzt auch wieder eher nach so einem Faktor, eher der wieder einsteigerfreundlicher ist, sage ich mal, der mehr ins Casual natürlich dann so und dann auch geht. So ein bisschen das Teamplay fördert und genau. Auch bei Random, also Matches mit Random Leuten, ein wenig das Gezicke untereinander einstellt. Okay. Also ja, auf jeden Fall. Ganz gut. Ja, gute Idee auf jeden Fall. Was sind dann noch so Besonderheiten, die das jetzt unbedingt jetzt Strive jetzt von anderen MOBAs unterscheiden, wo man jetzt sagen muss, deswegen sollte ich mir Strive anschauen oder deswegen sollte ich Strive eine Chance geben? Also wie am Anfang erwähnt, hast du ja auch deine kleinen süßen Pets, die du dabei hast. Und natürlich kannst du auch, das ist was ganz Besonderes, du kannst Items craften. Also nicht die vorgegebenen, die im Shop sind, sondern du gehst dann außerhalb vom Spiel, also im Menü,
gehst du dann in ein Extra-Menü, da kannst du da dann die Standard-Items wählen und noch welche dazu packen. Was heißt, es entstehen völlig neue Item-Variationen, die es so eigentlich gar nicht gibt. Und woher bekommt man dann die Gegenstände, mit denen man die Sachen kombinieren kann? Sind das alles einfach Waffen, die zur Verfügung stehen? Die halt im Shop zur Verfügung stehen. Also aus vorhandenen Waffen baut man sich einfach neu. Genau. Okay. Und dann das nächste sind die Pets, die eben mitleveln. Also je höher dein Summoner-Level oder halt dein Account-Level ist, desto höher werden dann auch die Pet-Level nach einer Zeit. Und dann werden die dann auch umso stärker. Und die sind dann auch sehr wichtig, diese Pets. Das ist wie bei League of Legends, die Summoner-Spurs. Bei Dota hast du es ja da, gar nicht. Da ist es ja, bleibt es ja aus mit diesen Summoner-Spurs. Ja. Und ja, wie gesagt. Ist es dann so, dass sich die optisch verändern, die Pets mit dem Stufenaufstieg? Also werden die dann irgendwie größer oder mächtiger? Ja, ich habe mal nachgeschaut, die werden dann auch ein bisschen größer. Ah, okay. Haben dann auch andere Skins. Schauen dann ein bisschen gefährlicher, ein bisschen böser aus. Also jetzt ist ja noch alles so richtig putzig und süß. Also das Spiel ist ja auch so gemacht. Da sieht man ja sehr, sehr farbenfroh und sieht auf jeden Fall ganz knuffig aus. Einladend. Aber, einladend, ja. Genau, auf jeden Fall. Und die haben aber dann schon auch eine ziemliche Spieltiefe dann, die Pets drin, oder? Unterscheiden die sich dann selbst auch nochmal, so wie sich die Charakterklassen unterscheiden? Natürlich. Oder sind die, okay, und was gibt's? Also es gibt die Tanky-Pets, also die Tanks unterstützen, so zum Beispiel. Ich habe jetzt ein Pet, das ist diese kleine Schildkröte, die heilt dich dann für einen gewissen Amount of Life. Okay. Und ja, dann gibt es da die Pets, die dir Mana wiedergeben oder die dich dann ein bisschen buffen, die angreifen. Es gibt auch welche, die angreifen, genau. Und immer so, wenn der letzte Funken an Damage fehlt, damit der Gegner stirbt, dann hat man halt danach einen hohen CD, bis das wieder einsetzbar ist, verfügbar ist. Okay. Und wie sieht es im Jungle aus? Gibt es dann auch so wie bei den vergleichbaren MOBAs dann auch bestimmte Bosse, die man erlegen kann, um Boni zu ergattern? Natürlich, es gibt sowas ähnliches wie den Dragon in League of Legends, der halt dann einfach Gold gibt und XP. Okay. Und es gibt noch den sozusagen Affen. Das ist das ist so ein Riesenaffe, der hat eine Wärterin, die heißt Sindara. Okay. Die musst du töten. Und dann dann spawnt ein Affe für dich und du kannst auswählen, auf welcher Lane. Genau, das ist dieser Affe. Ja, und im Großen und Ganzen ist das Spiel recht interessant. Ich bin noch gespannt, was noch alles kommen wird, weil es ja noch eine Closed Beta ist. Genau, müssen wir einfach schauen, wie es mit der Langzeitmotivation ausschaut, mit den neuen Sachen, die dazukommen. Aber so vom ersten Eindruck her, auf jeden Fall ein MOBA, das ganz interessant sein könnte. Auf jeden Fall. Und ja, bis demnächst. Ja, das war sie wieder, die Buff-Show, und ich hoffe, ihr hattet wieder jede Menge Spaß beim Zuschauen und bei den Beiträgen. Eure Kommentare schreibt am besten in die Kommentarfunktion. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn der Flieger geht in Kürze und ich sag mal Tschüss, bis dann.